Anflug auf Deutschlands beliebteste Ferieninsel. Wir erreichen Mallorca nordöstlich vom Kap Formentor. Wir sehen die Bucht von Pollensa, ein Eldorado für Wassersportler. Der lange, weiße Sandstrand von Alcudia. Bei hervorragender Fernsicht bieten sich uns traumhafte Ausblicke. Gut zu erkennen, die Stadt Arta. Im Hintergrund an der Küste Cala Ratllada. Mallorca. Traumhaft schöne Strände, einsame Buchten, Lebensfreude, Lifestyle und Entspannung pur. Hier können Sie Kraft sammeln. Die Küstenlinie ist über 550 Kilometer lang und lässt jedes Urlauberherz höher schlagen. Wir fliegen parallel zur Nordostküste. Nach einer scharfen Linkskurve geht's direkt in den Endanflug auf die Runway 24 links. Im Hintergrund sehr gut zu erkennen die bergige Westküste. Nur noch wenige Minuten bis zur Landung. Sichere Landung. Die Schubumkehr ist aktiviert. Eine Stunde und 50 Minuten hat der Flug von Düsseldorf nach Palma gedauert. Fluggerät Airbus A321-200 von Lufthansa. Wir zeigen Ihnen nun Mallorca von seinem schönsten Seiten. Ein neuer Tag beginnt. Blick von der Kaimauer auf die Hafeneinfahrt von Cala Ratllada. Der lange Boulevard lädt zu einem ausgiebigen Spaziergang und zum Shoppen ein. Cala Guya gilt als eine der schönsten Strände Mallorcas. Feinkörniger Sand und Wasser in Türkisblau. Die Bucht bietet ein herrliches Panorama. So schön können Sonnenuntergänge auf Mallorca sein. Die berühmte Windmühle in Sineo. Das Kap Formentor mit dem gut sichtbaren Leuchtturm haben wir schon beim Anflug gesehen. Das Kap ist das östlichste Ende der Halbinsel Formentor und gleichzeitig der nördlichste Punkt Mallorcas. Die Serra de Tramuntana ist ein Gebirgszug im Nordwesten der Insel. Gewaltige Gewitterwolken ziehen über Algeida auf. Sonnenaufgang über der Bucht von Alcudia. Der malerische Hafen von Cala Figuera.
Der zauberhafte Fischerort liegt versteckt zwischen Felsklippen, Pinien und sattgrünen Olivenbäumen. Das ehemalige Kloster San Salvador befindet sich auf einem 509 Meter hohen Berg. Von hier aus hat man eine spektakuläre Aussicht. Sonnenaufgang am Pool des Hotels Playa de Muro in Alcudia. Jetzt wird sportlich. Radfahren ist nämlich angesagt. Wir sind in der Hürzeler Radstation Muro. Im Jahr kommen bis zu 300.000 Radfahrer auf die Insel. Verschnaufpause in Petra. Die Hauptsaison geht von Ende März bis Mitte Mai. Ein Highlight für alle Radfahrer ist die berühmte Serpentinenstraße Sacalobra. Die inmitten einer malerischen Landschaft gelegene Straße mit sehr vielen Kurven und atemberaubenden Ausblicken. Der Torrente Parés. Es ist die wohl spannendste und beeindruckendste Tour der ganzen Insel. Mit ihren 300 Meter hohen Felswänden begeistert die Schlucht im Gebirge Touristen aus aller Welt. Die berühmte Straßenbahn von Soler. Weiter geht's Richtung Palma. Sonnenspielimpressionen in der Bucht vor Palma. Reges Treiben und viel Verkehr an der Playa de Palma. Wir erreichen die Inselhauptstadt. Gut parken kann man im Parkhaus vor der Kathedrale. Die Kathedrale von Palma gehört zu den Prunkstücken gotischer Architektur. Die Altstadt hat jede Menge zu bieten. Hier kann man shoppen, staunen, gut speisen und so manches entdecken. Das Nachtleben in Palma sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Es ist quirlig und turbulent. Und wieder einer der schönen Sonnenuntergänge auf der Insel. Und so sehen glückliche Aktivurlauber aus. Es geht wieder zurück nach Düsseldorf. Fluggerät Airbus A320-200 von Eurowings. Der Flughafen von Palma de Mallorca ist mit rund 30 Millionen Passagieren pro Jahr der drittgrößte Flughafen Spaniens. Zu Stoßzeiten werden hier mehr als 12.000 Passagiere pro Stunde abgefertigt. Der Airport befindet sich 8 Kilometer östlich der Stadt Palma. Über eine lange Taxiway rollen wir zur Runway 24 rechts. Wir erreichen den Anfang der 3270 Meter langen Bahn. Die Triebwerke gehen auf volle Leistung. Abhebegeschwindigkeit 280 km/h. Wir sehen die Playa de Palma und erreichen bei Campastiglia das Meer.
Nach einer scharfen Linkskurve wird die Insel nochmals überflogen. Hintergrund Manacor. Porto Cristo, Calamioa, Calabona. In der Nähe von Cap de Pera verlassen wir die Insel. Adios, Mallorca.